Okay. Freunde, wir haben 20% auf das gesamte Sortiment, außer auf Whey und Kreatin. Also checkt den Shop aus, spart und unterstützt unseren Content. So, Freunde, wir sind wieder live, direkt nach der Pressekonferenz. Ich würde jetzt euch echt gern viel erzählen, ehrlich gesagt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir machen Jahr für Jahr Rückschritte, was die Spannung bei der Miss Olympia Pressekonferenz angeht. Sag mir mal, was ist dein Eindruck? Boring. Es war so langweilig. Also es ist wirklich, von Jahr zu Jahr wird es schlimmer. Ja. Ich habe es schon gesagt, ich saß früher wirklich mit einem Ben & Jerry's, mit Chips und habe mir 2014 Kai Greene und Phil Heath angeguckt, wie sie sich zumindest schauspielerisch gut gegenseitig bekriegt haben. Und hier hast du echt eine Weltfriedenveranstaltung. Ja, sage ich auch immer. Und wir wollen den Weltfrieden. Also ich meine, die Wellness-Frauen haben es ja mindestens noch mal ein bisschen versucht. Ja, aber sie mussten ja lachen danach schon. Also es ist so nichts mit Augen auskratzen und Haare raufen. Und bei den Männern ist auch so Kuschelkurse angesagt. Und also so richtig so zum Einschlafen. Also das kann man sich wirklich sparen. Das einzige Interessante an dieser Veranstaltung ist, wen man im Publikum trifft, wen man im Foyer trifft und mit wem man vielleicht nochmal ein Bild machen kann und wen man da nochmal sprechen kann. Aber die Veranstaltung, was da oben auf der Bühne passiert, das kann man sich eigentlich wirklich sparen. Ich gehe normalerweise nicht auf die Toilette. Diesmal bin ich einfach aufs Klo das gegangen. Das war ein Fehler. Zwischenzeitlich. Da war ich ja nicht auf dem Klo. Da war ich nochmal weg und habe die Pressepässe geholt. Ja, und dann hat Samson Dowder sich ausgezogen. Ja. Das war wirklich so das Highlight der Pressekonferenz. Ja, mit Abstand. Viel mehr ist nicht passiert. Chris Bumstead hat es wieder klar gemacht, er wird das Ding gewinnen. Der ist sich selbst sicher. Ja, und das Wichtigste für ihn ist aber gar nicht mehr der Sieg, sondern die Familie. Wow. Ja, und Derek hat wieder ganz pathetisch erzählt, es ist jetzt nicht ich gegen die anderen und die anderen gegen mich, ich gegen mich selbst. Und ja, Gott ist groß, genau. Und so weiter. Das kennen wir schon von letztem Jahr. Ja. Jetzt hat Samson sich ausgezogen, wie gesagt, irgendwie so das Highlight der Pressekonferenz. Ja. Was sagst du zu Samson? Hätte das sein müssen? Hat er sich damit einen Gefallen getan? Ach, wir wissen nicht, wie die anderen heute aussehen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil das ist ja lange vor dem Wettkampf und in einem katastrophalen Licht. Also, was du wünschst dir noch, ja? Ich bin immer noch fest in meinem Wunschdenken verhaftet. Also das, was man jetzt da so in der Ferne gesehen hat, war jetzt nicht eine Bühnenform, das muss man sagen. Aber wie gesagt, zwei Tage vorher und mit diesem katastrophalen Licht würde ich jetzt überhaupt nichts drauf geben, überhaupt nichts. Was machen wir denn, dass die Pressekonferenz in den nächsten Jahren wieder so ein bisschen interessanter wird, ein bisschen nach oben kommt, dass es spannend anzuschauen wird? Ja, abschaffen. Abschaffen komplett, ja? Ja. Also ich habe schon gesagt, nächstes Jahr gehe ich zu Wendy's und gucke den Livestream. Ja, kann ich wenigstens Burger dabei essen. Ich meine, was bringt das? Die sitzen da oben und keiner erzählt irgendwas Spannendes. Ich meine, die Fragen, die der Dennis gestellt hat, muss man echt sagen, die hatten, also ein paar Fragen waren ja wirklich, die hätten Potenzial gegeben, dass man das ein bisschen aufpeppt. Es lag nicht an den Fragenden, das muss man jetzt mal sagen. Es lag an den Antworten. Ja, und halt auch an manchen Fragen schon, würde ich sagen. Sie haben ja das System letztes Jahr verändert gehabt, dass sie vorne ins Panel, wo beispielsweise sonst die Judges sitzen, 4 bis 5 Journalisten hinstellen. Da war Sean Ray dabei, Fuad Abiyat. Ja. Terry Galgandi und der Dennis diesmal, John und Romano. Linda Murray. Die wollte ich jetzt abschließen, die kann man eigentlich abschaffen. Sorry. Mit der wollte ich abschließen, dass man sie abschaffen kann. Ja, okay. Sie hat ja wirklich eine Storyline um jede Frage aufgebaut von 5 Minuten, dass dir da schon das Gesicht eingeschlafen ist. Und es kam halt wirklich nichts Substanzielles dabei raus. Ja. Da muss ich wirklich sagen, und das habe ich ernst gemeint, als wir gerade mit Dennis James gesprochen haben, als Dennis damals die Pressekonferenz noch moderiert hat, da war ein bisschen Spannung drin, der hat ein bisschen Feuer reingebracht, der hat die Leute gekitzelt. Aber da waren auch nur die schweren Jungs da. Ja. Ja. Und ich meine, was die Länder da gemacht hat mit diesem, das hat mich so an eine Modelshow erinnert, wo dann am Schluss alle sagen, ich wünsche mir den Weltfrieden. Mhm. Also das war wirklich, ich finde cool, dass die Judges nicht da drin sitzen, weil wenn du dich mal richtig zoffen willst, dann müssen nicht unbedingt die Judges unten drin sitzen, die sollen ja einen guten Eindruck von dir haben. Deswegen, dass das die Presse macht, ist eigentlich eine gute Idee. Aber wer von der Presse kommt, ist die Frage. Ja, aber ich meine auch so, dass jetzt da andere sitzen als die Judges, aber im Endeffekt ist eigentlich jedes Wort überflüssig über dieses Ding. Ich weiß ja, heutzutage ist viel inklusiv. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Gruppen da vereinen und die Frauen und alle Klassen. Ja. Aber macht es das wirklich besser? Ich will jetzt nicht wieder irgendwie chauvinistisch oder sexistisch rüberkommen, deswegen habe ich ja dich bei mir, weil du kannst als Frau was dazu sagen. Es hat jetzt nichts besser gemacht, dass wir diese Veränderung gemacht haben, oder? Nein, also muss man jetzt ganz wirklich sagen, die einzigen beiden, die noch mal ein bisschen
sich vielleicht so ein bisschen gekappelt haben, waren vielleicht im Bodybuilding noch, wer den Titel und ich hole den Titel zurück. Und aber so richtig, also aber auch die, ich habe Respekt vor deiner Leistung. Ja, etc. Genau. Aber so, wollte ich gerade sagen, so richtig Essenz hatte das auch nicht. Und ich meine, aber wer wollte sehen, dass Frauen sich die Haare ausreißen und die Augen auskratzen? Das hätte auch wieder ein negatives Image. Das passt einfach nicht in unsere Zeit. Wenn, dann machen wir eine Show, wie der Sport auch ist. Und dann machen wir das so Wrestling-Style oder MMA-Style. Das sind die Männer, die schweren, die gehen sich an und die machen mal ein bisschen Krawall. Und dann am nächsten Tag auf der Bühne machen sie einen normalen Wettkampf. Das wäre eine Pressekonferenz, die man sich anschauen könnte. Ich dachte, die Men's Physik, 60 Athleten, toppt eigentlich nichts. Jetzt muss ich dir sagen, nach der Pressekonferenz freue ich mich, morgen die Men's Physik-Leute anzugucken, weil das ist am Ende spannender. Ich hätte euch gern mehr erzählt, Martina hätte euch auch gern mehr erzählt. Mehr ist aber nicht passiert. Wir freuen uns auf Meet the Olympians, wir freuen uns auf Speedjudging morgen. Ja. Und damit würde ich sagen, kommt das nächste Video von uns hier vom Meet the Olympians. Ja, mit mehr Inhalt. Ich hoffe, den liefern wir dann. Ja. Macht's gut, Freunde, bis später. Ciao.